Vielleicht mal angefangen mit Dingen, die zwar aus der jüdischen Überlieferung jetzt hier entnommen werden, die aber ein schöner Übergang oder eine schöne Brücke auch einfach zum Wahrnehmen der natürlichen Welt, auch der Kulturwelt der Menschen um uns herum ermöglichen, um also wirklich so diesen Alltagsbezug von dem, was eigentlich Überlieferung sein soll, ein bisschen zu illustrieren. Der Esel. Der Esel, allgemein Symbol für die körperliche Existenz. Wir reiten auf unserem Esel, indem wir eben auf unserem Körper, in unserem Körper, je nachdem, wie man es lieber umschreibt, indem wir unseren Körper bewohnen, uns auf ihm fortbewegen. Wobei natürlich nicht der Esel das einzige Symbol in dieser Richtung ist, bei weitem nicht. Es ist vielleicht das klischeehafteste oder prototypischste, aber im Grunde ist jedes Tier, alle Tierheit Symbol für das Körperliche des Menschen, so wie sozusagen unser Körper, wenn wir es nur biologisch betrachten, auch einfach eine Art Tierorganismus ist. Wir haben schon mal zum hebräischen Zeichen der Kuf gesagt, dass auch der Affe, der Kopf, als so eine Art Nadelöhr gesehen wird, durch den eben alle lebendige körperliche Entwicklung hindurch muss, um dem Menschen als den Geist Gottes empfangend zu ermöglichen. Das muss man keineswegs jetzt nur in so einem evolutionsbiologisch-darwinistischen Sinne sehen. Man kann diese ganze Evolutionstheorie in der Form, wie sie meist heute verstanden wird, durchaus sogar ablehnen und trotzdem den Affen als ja, sowas wie den tierischen Abklatsch des Menschen oder auch eben die tierische Vorbedingung des Menschen zu akzeptieren, zu betrachten. Aber um nicht wieder zu weit abzuschweifen, bleiben wir beim Esel oder allgemein vielleicht bei den Reittieren noch einmal kurz. Natürlich ist auch das Pferd sehr eng mit dem Esel verwandt, wobei das Pferd, das wurde auch schon mal angesprochen, beim Erzählen von Ägypten, besonders mit dieser Sechsheit, für die eben auch Ägypten steht, beziehungsweise mit der Ägypten eng verbunden erscheint in der Bibel. Diese Sechsheit zeigt sich ja noch in dem Wort für Pferd, als Samech, Waf Samech geschrieben, also 60, 6, 60, Sus, üblicherweise ausgesprochen. Der Unterschied vom Pferd zum Esel ist ja auch, wenn wir es so im kulturellen Kontext sehen, wir Menschen benutzen ja die Tierheit ganz gerne. Etwas kulturell höher stehendes Fortbewegungsmittel als das bloße Reiten auf dem Esel ist dann schon das, nicht nur das Reiten auf dem Pferd, sondern auch das Ziehen lassen eines Wagens durch ein Pferd und durch mehrere Pferde, also die Kutsche oder der Pferdewagen. Der Esel scheint dafür nicht so geeignet zu sein, vielleicht auch, weil er ja so sprichwörtlich störrischer ist als das Pferd. Das Pferd wird dann auch in der Bibel in manchen Stellen durchaus so charakterisiert. Es freut sich geradezu auf den Kriegsdienst, in die Schlacht zu ziehen. Es wird vor lauter Vorfreude und lässt sich geradezu bereitwillig vom Menschen zumindest in diese Richtung trainieren. Dagegen der Esel, er macht seinen Dienst, er ist ein typisches Lasttier. Das ist vielleicht so das positive Charakteristikum zum Tragen von Lasten und im halbwegs gemächlichen Schritt neben ihm herlaufen, ist der Esel seit jeher bekannt. Da eignet sich wohl das Pferd dann nicht so gut. Das Pferd, das will vielleicht fast schon diese noch viel mehr Last ziehen, den ganzen Wagen ziehen und dabei selber das Voranziehende sein. Der Esel, der lässt sich dann auch mal an die Leine nehmen. Wenn er auch manchmal stehen bleibt und Gras frisst, wenn er eigentlich weitergehen sollte, muss man ein bisschen gezogen werden an seiner Leine sozusagen, an seinem Riemen. Und dann tut er auch so mehr oder weniger seinen Job, seine Arbeit, seinen Beruf, den wir ihm auferlegen mit unseren Lasten, die wir ihm auf den Rücken schnallen. Teilweise im fast schon comichaften Bild, ja, so ein Esel mit einem Turm, hohen ja, Berg voller Ballast, voller Gepäck, Baggage. Und
In diesem Sinne also besonders schönes Bild für den menschlichen physischen Körper, der Esel. Und jetzt auch mal die hebräische Sprache hinzuholend, das Wort eben Chamor, Chet Mem Resh geschrieben. Das ist die 8, die 40 und die 200, die 248. Und dieser Wert hat viele schöne Bezüge, auch wenn jetzt dieser Monolog hier eigentlich nicht so sehr auf die Zahlen sich fixieren sollte, werden natürlich immer wieder beim Erzählen auch Bezüge zu den Zahlen sichtbar, zumindest wenn man den Blick dafür hat und sich diesen Blick, sagen wir mal, gönnt. Und natürlich wollen wir das hier auch stellenweise tun. Die 248, laut der jüdischen Zählweise, auch wenn man es jetzt mal nach mancher Auflistung ganz wortwörtlich nimmt, aber vor allem im Prinzip 248 positive Gebote in der Tora, in der schriftlichen Tora gibt, beziehungsweise dann aus dieser schriftlichen Tora sie von der Überlieferung herausgesiebt werden. Insgesamt, die Zahl ist meist noch mehr Menschen bekannt, 613 Gesetze, wie es dann gerne heißt. Diese 613 teilen sich aber auf in die zwei Seiten von Gesetzen, nämlich in die Do's und die Don'ts, um es im Neudeutschen zu sagen, also in das, was man tun soll und das, was man eben gerade vermeiden soll, in die positiven und die negativen Empfehlungen, wenn wir nicht dieses harte Wort des Gesetzes oder Gebotes benutzen wollen, also Gebote und Verbote wird es trotzdem meist genannt. Die 248 Gebote werden dann auch als sowas wie das Skelett des Ganzen, das Grundgerüst erachtet, während die 365, also negativen Gebote, die Verbote also, als dass dieses Gerüst, dieses Skelett umkleidende, zum Beispiel Muskelgeflecht verstanden werden oder versinnbildlicht werden. Dann, wenn man es jetzt allzu materialistisch versteht, leitet man daraus dann auch durchaus ab, dass also genau 248 Knochen Elemente im menschlichen Körper gibt und genau 365 Muskelstränge oder Muskeleinheiten. Sicherlich haben diese Zahlen, so wenn man sie ganz ungefähr nimmt, auch tatsächlich einen Bezug zu dieser wirklichen handfesten Körperlichkeit. Allerdings schon bei den Skelettknochen gehen moderne Mediziner eher von einer gar nicht eindeutig feststellbaren Zahl aus, sondern es werden meist Von-bis-Angaben gemacht, weil teilweise die verschiedenen untersuchten Skelette unterschiedliche Zusammen-, also Verwachsungen zeigen und sowas. Aber darauf müssen wir jetzt auch nicht näher eingehen. Jedenfalls, diese 248 Knochen sind eben auch wiederum im Prinzip gemeint und jetzt nicht im konkreten Menschen, schon gar nicht in jedem einzelnen zu untersuchenden konkreten Menschen wirklich so in dieser Zahl anzutreffen. Aber die 248, eben auch der Zahlenwert dieses Wortes Chamor, Esel, und damit eben auch nochmal dieses Unterstreichen, diese handfeste Körperlichkeit des Menschen. Ein anderes Wort mit diesem Wert 248 ist Abraham. Diesen Namen kriegt Abraham ja erst, nachdem er von Gott sozusagen erwählt wurde. Und davor ist der Name Abraham und danach wird er dann zum Abraham, zum Vater vieler Völker, selbst zu einem großen Volk werdend berufen, zu einem großen Goi. Hier wieder der Bezug Goi, Gewi, es wurde schon einmal in einem anderen Monolog erwähnt. Gewi, ein Wort für Körper, was genau gleich geschrieben wird wie das Wort Goi für Volk, sodass dieses Volk in einem eher körperlichen Sinne darunter vor allem erfasst wird. So ist also Abraham als Vater vieler Völker, wörtlich eher sowas wie ein Vater des Getöses, Ham dann als Abkürzung für Hamon, vom Avram, dem erhabenen Vater, Ram, das erhöhte, erhabene. Man könnte ja fast sagen, wird er dazu aufgerufen, sich hinabzulassen, um zum Vater vieler Völker zu werden. Also nicht irgendwie sich abzusondern in besonderer Heiligkeit, erhöht, aber dafür ja einerseits über der breiten Masse stehend, andererseits dadurch auch abgetrennt von dieser, sondern, so zumindest kommt mir gerade dieser Gedanke, vielleicht ist ja seine Berufung und seine neue Benennung als Avraham dann gerade auch damit einhergehend, dass er eben sich in diese Menge, in dieses Getöse, dessen Vater er sogar sein soll, stürzen soll. Nicht um darin verloren zu gehen, Gott behüte, sondern
um ihnen Vater zu sein. Av, Quelle, auch das Wort Aleph Bet, wir kamen schon darauf zu sprechen, an anderer Stelle. Die 1, 2 im Zahlenwert, also wirklich der Ursprung, wo alles losgeht, von der Einheit in die Zweiheit hinein. Und so zeigt sich also auch schon in diesem Namen, in dieser Entwicklung oder in diesem Berufen werden zum Abraham, wie dieses Väterliche eben nicht einfach nur in seinem erhabenen Sinne über allem steht, sondern die Menschheitsreise, das Abenteuer der ganzen Schöpfung auch gerade darin besteht, dass dieser Av, dieser Vater hier unter uns, inmitten dieses Getöses all der Völker erscheint. Chamor, der Esel also, 248 auch mit Abraham, unserem Vater, dem Vater allen Glaubens, Vertrauens und aller Treue, Emunah, auf dieses Wort des Glaubens, Vertrauens sind wir schon einmal eingegangen. Und falls immer noch der Bezug dem einen oder anderen etwas zu abstrakt oder schwammig oder willkürlich erscheint, dass man jetzt den Esel gerade als die Körperlichkeit des Menschen versteht, vielleicht auch noch ein anderes Wort, das genau gleich geschrieben wird, mit Chet Mem Resh, wie der Esel, dann aber anstatt Chamor eher Chaumeir ausgesprochen, Chomer, je nach Dialekt wieder mal. Und das ist dann einfach der Ton, die formbare Masse des Töpfers. Also ist doch unser Körper auch eigentlich nichts anderes als dieses Tongefäß. Dieses Tongefäß, das uns gegeben ist, um unser geistig-seelisches in sich zu bergen. Für diese Zeit, diese begrenzte Zeit, wo wir hier auf Erden unser Zelt aufschlagen. Ja, natürlich, es gibt viele Sinnbilder für unsere körperliche Existenz. Das Zelt. Auch eins davon. Das Zelt, auch ein wunderschönes Wort, einfach es sei kurz erwähnt. Ohel, Aleph, He, Lamed geschrieben. Natürlich kann man auch, wie viele der hebräischen Wörter, dieses Wort von verschiedensten Ursprüngen herleiten. Man könnte mit sowas anfangen, wie das He oft in Stämme erst eingefügt wird, also nicht wirklich zum Stamm gehört. Dann hätte man wieder das Göttliche, das El. Aleph Lamed als den Stamm dieses Wortes. Man könnte aber doch als Stamm das He Lamed nehmen, wie es zum Beispiel bei Hallel, dem Lobpreisen, auftaucht und dann höchstwahrscheinlich von einer Wurzel, die noch urtümlicher ist, kommt, die sowas wie leuchten bedeutet, strahlen, erstrahlen, sodass also Hallel, das Lobpreisen, das zum Strahlen bringen der gelobten Sache bedeutet, der besungenen Sache, der gepriesenen Sache. So dass dann Ohel mit dem Aleph vor dem He Lamed, vor dem Glänzen, das Ich, die Ich-Form anzeigt, so dass also Ohel das Zelt auch als Ich bin am Glänzen zu übersetzen sein könnte. Und es gibt ja zum Beispiel den Begriff des Zeltes der Begegnung für die Stiftshütte, also für das ursprüngliche Heiligtum, wo die Herrlichkeit Gottes unter dem Volk Israel direkt Einzug nimmt und unter ihnen wohnt und sie begleitet bei ihrem Zug durch die Wüste, also durch diese Welt der Wüstenwanderung, dieses siebten Tages, des großen, umfassenden Gespräches des Volkes Israel, des geistig-seelischen in jedem Menschen mit dem Ewigen, mit Gott, vermittelt durch Mosche, durch die Tora, also durch die Weisung, dieses Ohel Moed, dieses Zelt der Begegnung. Könnte man also auch als ein Ich erglänze, und dieses Wort Moed könnte man von Mi Eid herleiten, sodass Eid hat auch wieder viele Bedeutungen, dieses Wort oder diese zwei Buchstaben, Ein Dalet geschrieben, der Zeuge zum Beispiel, das Bezeugen, aber auch so Sachen wie die Ewigkeit und das Ewig Währende, der Schmuck. Adi ist dann auch davon abgeleitet, dass also was schmückt, ist immer etwas Bezeugendes, etwas die Ewigkeit Bezeugendes, jedenfalls das, was wirklich schmückt und nicht nur äußerlicher Tand und Schein ist. Das wäre dann eher das griechische Wort Kosmos vielleicht, was ja dann meist als Welt übersetzt wird, als harmonisches Weltganzes, aber durchaus im Neuen Testament eben auch oft negativ konnotiert als die äußerlich herrschende Weltordnung mit ihrer zwar
glänzenden, geschmückten Fassade, aber doch mit diesen verführerischen, ja, hierarchischen Strukturierungen eines Art dunklen Netzes, was alles in sich zusammenhält. Aber um auch jetzt nicht in diese Richtung zu weit abzuschweifen, bleiben wir O Helm, O Eind bei diesem Zelt der Begegnung, was dann also auch als der Satz "Ich glänze von Ewigkeit her" übersetzt werden könnte. Das ist also dasjenige, was Gott hier in dieser Welt als hier einwohnende Ewigkeit innerhalb der Zeitlichkeit von sich selbst aussagt, könnte man sagen. Nachdem wir schon die 248 im Sinne der positiven Gebote, der positiven Gesetze, wenn man sie so nennen will, der Tora angesprochen haben, schauen wir uns auch die andere Seite dieser 613 Zahl an, nämlich die 365, was dann eben als das demgegenüber umhüllende, also hier könnte man auch wieder das Männliche und das Weibliche sehen, das Männliche, das innere Skelett, das Weibliche, die äußerlich umkleidenden Muskeln. Und da haben wir eben dann die Zahl 365, die natürlich als allererstes die Tage des Sonnenjahres andeutet. Zur 365 vielleicht ein andermal, wenn mir mehr dazu einfällt. Schauen wir uns lieber weiter natürliche Bilder an, natürliche Konzepte aus besagter Natur und auch Kulturwelt entnommen, wie sie in der Überlieferung auftauchen und wie sie auch vielleicht, ohne da sich so gut auszukennen, mehr oder weniger einleuchtend sind. Da fällt mir spontan dann sowas ein, wie das Gewand, die Kleidung eines Menschen sehr sinnbildlich für das stehen könnte, was man so auch im Volksmund das Seelengewand oder noch plastischer oder vielleicht auch etwas platter das Nervenkostüm eines Menschen nennen könnte. Also Nervenkostüm, Seelengewand und überhaupt dieses den äußeren Körper mit seiner Nacktheit, ein Wort, was auch Listigkeit bedeutet im Hebräischen, Arum, ein Resh Mem oder ein Resh Vav Mem geschrieben. Dieses Erwachen vom Bewusstsein, also ein Resh, in ein Wort wie Naar auftaucht. Also der Jüngling wird zumeist übersetzt, zum Beispiel Josua, der Jüngling Moses wird er meist genannt. Es ist also der, der erweckt worden ist von Moshe oder für Moshe. Es gibt auch natürlich wieder unendlich viele Deutungsmöglichkeiten. Jedenfalls ist er eben ein Nahar. Man könnte vielleicht auch das Wort Jünger im Sinne des Neuen Testaments als diese Erweckten übersetzen. Manche sagen, das hebräische Wort wäre Talmid, das wäre einfach nur ein Lernender. Das heißt nur, das wäre ein von Christus Lernender. Aber wenn man das Wort Nahar dafür nutzt, und warum soll man nicht beide nutzen dürfen, ist es eben ein Erweckter, ein von Christus zu neuem Leben Erweckter. Und das trifft es wahrscheinlich noch etwas besser, wenn wir von der wirklichen Neugeburt aus dem Geist heraus, die Christus ja als die Notwendigkeit für die Nachfolge seines Weges angibt, wenn wir wirklich darauf hinaus wollen. Ja, ein bisschen zum Esel haben wir gesagt, ein bisschen zum Gewand. Die Nacktheit hatten wir angesprochen, die vom Gewand bedeckt wird. Davon sind wir wieder auf dieses Einresch als Wurzel gekommen. Bei der Nacktheit ist also noch ein Mem hinten dran, Arum. Die Listigkeit hängt auch da drin. Direkt auf den ersten Seiten der Bibel eben beide Worte in den unterschiedlichen Bedeutungen nebeneinander fast schon. Ein Vers nach dem anderen. Das eine Kapitel endet mit: "Und sie waren nackt und sie schämten sich nicht" in Bezug auf Adam und Eva im Paradies. Und im nächsten Satz: "Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes." Und also dieses Wort für listiger, listig, ist eben dasselbe Wort wie für nackt, ein Vers davor. Aber in so gut wie keiner Bibelübersetzung heutzutage ist irgendwie eine Fußnote, die darauf hinweist. Dagegen liest man den hebräischen Text, ohne sich von der Punktierung, die meist heutzutage ja mitgeliefert wird, wenn sie auch eigentlich nicht Teil der wirklichen Heiligen Schrift sein darf. Eine echte Tora-Rolle hat niemals eine Punktierung. Dazu können wir vielleicht gleich auch noch was sagen, so Gott will, und ich mich daran erinnere, das mir vorgenommen zu haben. Jedenfalls eine echte Tora-Rolle würde zeigen, dass im Satz vorher
Arum steht und im Satz dann zur Schlange eben genau dasselbe Wort benutzt wird. Also diese urtümliche, natürlich angeborene Listigkeit, die dann vor allem beim gefallenen Menschen auch schamvoll erlebt wird, die sich eben in diesem nackten Körper vermaterialisiert wirklich, wird ganz natürlich bedeckt von Kleidung, die wir uns sozusagen seit Jahrtausenden, was die kulturelle Entwicklung angeht, was uns auch in gewissem Sinne eben vom Tier zu unterscheiden scheint, die wir uns anlegen, einfach aus Instinkt, weil wir vielleicht sowas wie das Gefühl haben, dass eigentlich unser nackter Körper nicht unsere Ganzheit ausdrückt. Da fehlt etwas, nämlich sozusagen das geistig-seelische, was wir jetzt zwar nicht mehr sehen mit unseren physischen Augen, was wir aber immer noch spüren und empfinden und ohne dass uns sozusagen kalt ist. Und so dann auch ganz handfest wir uns quasi einhüllen in ein Symbol für dieses geistig-seelische, was wir um uns empfinden, um uns wissen, auch um unsere Mitmenschen herum spüren durchaus, wenn sie eben uns nicht in einer Geisteskälte gegenübertreten, die uns schon erschaudern macht. Solche Menschen gibt es ja durchaus auch. Ich denke, diese Erfahrung hat der ein oder andere schon gemacht. Und was es dann damit auf sich hat, denke ich, muss jetzt auch nicht an dieser Stelle näher ausgeführt werden. Oder was heißt ausgeführt, nicht näher darüber spekuliert werden. Man soll sich ja auch mit allzu klaren Urteilen und Einschätzungen und Bewertungen lieber zurückhalten. Jedenfalls dieses Gewand, das die Kleidung des Menschen drückt, sicherlich etwas geistig-seelisches aus, was unsichtbar auch vorhanden ist, aber mehr oder weniger bewusst, in der Regel natürlich höchst unbewusst oder vielleicht unterbewusst, dann nur sich auch in der tatsächlich gewählten Kleidung des Menschen niederschlägt. Interessant ist zum Beispiel mal zu gucken, in welchen Kulturepochen, auch in welchen geografischen Bereichen Menschen sich wie gekleidet haben und wie man vielleicht auch Unterschiede in so den seelischen Verfasstheiten feststellen kann oder erahnen kann. Und auch heute noch ganz, wenn man einfach vor die Tür geht, auf die Straße, die Menschen beobachtet und versucht so ein bisschen zu sehen, was wer mit was zu tun hat, wer sich mit was kleidet, wer was für sich erwählt an äußerlichem Auftreten, äußerlichem Erscheinen und ob sich da nicht manchmal auch etwas niederschlägt, was sich dann auch im Charakter zeigt, im Charakter ausdrückt, in seinem Verhalten. Aber auch hier natürlich wieder so gut, denke ich, tendenziell diese Zuordnung zutrifft, sollte man im Einzelfall sich nicht durch so etwas blenden lassen. Also auch ein Mensch mit völlig in Plastikjacken und zerrissenen Jeanshosen gehüllten Körper kann immer noch ein völlig aufrichtiger, heiliger Mensch sein. Das eine ist keine Garantie für das andere, wenn auch eine Grundtendenzische festzustellen ist. Mehr und etwas systematischer zu diesem Thema gibt es dann noch in einem Artikel auf lateinmedien.net. Rechte Kleidung heißt einfach in der Rubrik Erbauliches. Der Esel also, als unsere Körperlichkeit, das Gewand, als das diese Körperlichkeit umspielende, seelische. Vielleicht noch zum Esel gesagt, dass auch alles Leder, was wir uns als Schuhe unter die Füße binden, im ursprünglichen Bild, auch immer so eine Art pars pro toto Symbol, so also ein Teil fürs Ganze stehend, für das Tierhafte ist, weil Leder eben die Tierhaut ist, vom Tier genommen ist. Dass also auch da einfach die Schuhe schon Symbol für dieses Tierische, auf dem unser geistig-seelischer Kern reitet, gesehen werden kann. Sodass die Symbolik des Schuhe-Ausziehens, zum Beispiel vorm Gebet oder wenn man einen besonders heiligen Ort betritt, in manchen Kulturen auch einfach, wenn man in die heimische eigene Wohnung sich begibt, ins eigene Innere, Intime sozusagen, dass man da eben absteigt von seinem Esel, die Schuhe auszieht, sich von seinem Leder trennt, von seinem Tierhaften und sozusagen in geistige Sphären sich erhebt oder in sich hinein, ins Innerlichere, das Körperliche verlässt als das Äußerliche.
Ich mag man sich wundern, wenn man mich in meinen kleinen Monologen des Öfteren oder eigentlich immer irgendwie auf dem Boden oder zumindest sehr bodennah sitzen sieht. Es ist sicherlich auch einfach eine Geschmacksfrage, aber was mir daran so gefällt, ist auch einfach die Symbolik, sich nicht auf einen Stuhl zu setzen. Der Stuhl im Hebräischen, da gibt es keinen Unterschied in den Wörtern zwischen Stuhl und Thron. Früher, denke ich, in so ziemlich jeder menschlichen Kultur hatten die normalen Menschen keine Stühle, die einfachen Menschen. Ja, schöneres Wort, einfach als normal. Die Menschen der breiten Masse, die saßen vielleicht mal auf irgendeinem Kissen auf dem Boden oder natürlich auf Steinen, die ein bisschen eine leicht erhöhte Position gegenüber dem Erdboden gezeigt haben. Aber wirkliche Stühle, also zum Beispiel Holz oder auch Stein, Gebilde, auf denen man sich, die extra nur dafür gebaut werden, hergestellt werden, dass man sich darauf setzt, auf diese erhöhte Position, das war immer schon oder war damals jedenfalls den Herrschenden vorbehalten, den Königen, vielleicht dann auch den etwas niederen, höher gestellten Fürsten und Statthaltern und dergleichen. Aber der gemeine Mann, der einfache Mensch, der saß nicht auf einem Stuhl, nicht auf einem Thron. Wie gesagt, dasselbe Wort, Chisse, Kaf Samech Aleph, glaube ich, geschrieben. Und so gibt es dann auch einzelne Tage im jüdischen Brauchtum, also Tage im Jahreskreis, wo man sich explizit nicht auf Stühle setzt, sondern höchstens auf sowas wie Höckerchen, Hocker, Schemel, niedrige Dinge jedenfalls, oder eben komplett auf dem Boden sitzt. Und oft geht das dann auch einher mit, dass man keine Schuhe, zumindest keine Ledersohlen, sich unter die Füße bindet. Weil auch da eben einerseits so die Demut ausgedrückt wird, also namentlich sind das die Tage von Yom Kippur und von Tisha B'Av, also der Gedenktag, auch Fastentag, wo man der Tempelzerstörung gedenkt. Also einerseits eine Art Demutsgeste, auf dem Boden zu sitzen und auch keine Schuhe anzuziehen. Aber gerade was die Schuhe angeht, wie schon angedeutet, eben auch dieses sich von dem Körperlichen trennen für diesen Moment. Wobei das mich vielleicht dann dazu führt, mal anzumerken, so schön es ist, wenn man auch mal draußen barfuß herumlaufen darf und kann und möchte, um ein wenig mehr den Boden unter der Sohle wirklich zu spüren, die Verbindung zum insbesondere Erdboden oder zu Wiese, aber durchaus auch zu steinigen Wegen mal zu spüren, zu erleben, so schön das ist, der Mensch ist doch nicht dazu aufgerufen, seinen gesamten Lebensalltag barfuß zu bestreiten. Er ist eben hier in diese Welt geboren, in einen Körper hinein, und so wie dann eben auch die Schuhe für unseren Esel stehen, auf dem wir reiten sollen, so wäre dann eben dieses ständige Barfuß rumlaufen eine Art Verkennung des Körperlichen, der körperlichen Existenz. Und es wäre so ein sich erhaben fühlen über dem Irdischen, was eigentlich nicht gegeben ist. Also sozusagen eine Vermessenheit. Vielleicht wäre das dann der Avram wieder, der seinen Namen, der ihm von Gott geschenkt wird, als Avraham nicht annehmen will, sondern lieber der erhabene Vater bleibt, gar nicht sich dreckig machen will mit dem Schmutz des Erdbodens, beziehungsweise des Irdischen. Paradoxerweise macht man sich ja dann gerade dadurch die Füße schmutzig, wenn man barfuß herumläuft. Hier sollen wir schon unseren Esel reiten und nur gelegentlich an besonderen Stellen, in besonderen Momenten unseres Lebensalltags sollen wir dann absteigen von diesem Esel, unsere Schuhe ausziehen, uns von unserem Körperlichen erheben und ich denke, die Symbolik gerade beim Gebet, möglichst, wenn es die Umstände zulassen, die Schuhe auszuziehen, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, in welchen Situationen einer innigen Einkehr, einer inneren Einkehr, es eben durchaus angemessen ist, dann auch äußerlich im Symbol sich ein wenig zurückzuziehen von diesem irdisch-körperlichen. Besonders prägnantes Symbol genau für dieses sich zurückziehen vom Körperlichen ist natürlich auch das Fasten als eine Praxis, meist ja vor allem dann aufs Essen und Trinken bezogen,
Aber im jüdischen Brauch gehören dann auch so Sachen dazu, wie sich nicht zu waschen, außer die Augen, beziehungsweise das Gesicht, sagt Jeschua dann ja auch, als er die Pharisäer kritisiert, die extra miese Petrik dreinblicken und sich demonstrativ sozusagen in ihrem Siechtum zeigen, während sie am Fasten sind, weil sie sich für so fromm halten dadurch. Aber er sagt eben, wir sollen es uns gar nicht anmerken lassen, nach außen hin. Deswegen sollen wir unser Gesicht waschen. Und das ist dann auch der Standpunkt eigentlich der tieferen jüdischen Überlieferung, das zum Fasten auch gehört. Zwar sich nicht zu baden, nicht zu duschen, also sich mit dem Wasser der Zeit nicht allzu sehr zu befassen, aber eben schon es noch wahrzunehmen, es sich eben in die Augen durchaus kommen zu lassen. Also man soll nicht so tun, als ob man die Zeit überhaupt nicht mehr sieht, nicht mehr wahrnimmt. Man ist immer noch hier, aber man soll sich davon nicht allzu sehr berühren lassen und schon gar nicht die gesamte Existenz darin eintauchen. Ein schöner Begriff aus der jüdischen Überlieferung, der mir jetzt noch einfällt, wo man vielleicht was zu sagen könnte, ist der, der ersetzt wird als der Heilige, gelobt sei er. Also klingt ein bisschen komisch, aber es wird wirklich als eine Art stehender Begriff benutzt. Kadosh Baruchi, noch in einer Art aramäischen Variante. Kütscher Brüche, es gibt viele Aussprachmöglichkeiten, aber der Kern ist immer diese Zusammensetzung aus dem Heiligen, Kadosh, und dem Gesegneten, Gelobten, Baruch, Baruch, Hü. Also diese Zusammensetzung aus Heiligkeit und gelobt sein, gesegnet sein. Das Wort Segen wurde schon einmal, da wurde schon das ein oder andere zu erzählt. Im letzten Pfeifenmonolog zum Alphabet, zu den paar zusätzlichen Ergänzungen, nämlich dass es aus dieser Zweiheit auf allen Ebenen besteht. Die 2, 220, Beteresh, Chaf, und sich eben gerade darin zeigt, dass etwas hier in dieser Welt der Zweiheit vollständig zur Verwirklichung kommt, könnte man sagen. Dagegen das Wort Kadosh, das Heilig, dieser Heiligkeitsbegriff ist im Hebräischen, aber auch überhaupt in eigentlich allen Konzepten von Heiligkeit, immer mit einem Abgesondertsein, einem Herausabgesondertsein aus dem Profanen, eben als das Heilige, alleinstehend gegenüber dem Profanen zu sein. Also ein Wort für profan, wenn wir dieses lateinische Wort, das heißt ja wörtlich profanum, vor dem Tempel, also außerhalb des Tempels befindlich, wenn wir dieses Wort benutzen wollen, oder alltäglich ist eigentlich so das etwas realitätsnähere Wort, oder sagen wir ja, alltagsnähere Wort im Deutschen, dass dieses alltägliche, profane wird im Hebräischen als chol oder chole bezeichnet, was dann auch von derselben Wurzel kommt wie krank sein, aber auch wie Sand. Und da ist dann halt wieder dieser Moment der Vielheit, der Sand, der aus ganz vielen Körnchen besteht. Und auch die Krankheit, die eben mit der Vielheit, dem Verlorengehen in dieser Vielheit des Körperlichen zu tun hat. Chol geschrieben, zumindest der Wurzel her, mit Chet und Lamed, also mit der 8 und der 30, wo wir dann diese 38 als Zahlenbegriff haben, der bisher noch nicht angesprochen wurde. Es würde jetzt auch zu weit führen, das ausführlich darzulegen, soweit mir das überhaupt gegeben wäre. Aber es sei darauf hingewiesen, dass die 38 gerade dadurch in der Bibel auftaucht, dass die 40 Jahre der Wüstenwanderung ziemlich klar in 2 Jahre am Anfang und die 38 langen Jahre, die dann folgen, einzuteilen ist. Nämlich in den ersten 2 Jahren findet quasi alles wirklich erzählte Geschehen statt. Also die ganzen Episoden mit dem, erstmal mit der Tora-Vergabe oder davor schon mit dem goldenen Kalb, dann die Tora-Vergabe, dann ja, vielerlei Annotationen des Murrens und des Sich-Beklagens, die Geschichte mit den Wachteln, die dann als Fleisch gesendet werden, aber letztlich dann auch eine Art Strafe sind. Natürlich die ganze Geschichte mit dem
ersten Auftauchen vom Manna, was sie dann aber ja die gesamten 40 Jahre begleitet, das Brot vom Himmel. Aber es wird dann gesagt, in diesen 2 Jahren, also in dem, was in dieser Zweiheit sich begibt, da entscheidet sich, was dann im Rest, in der 38, also im Rest der 40, und die 40 ist eben die ganze Zeit, die Moin, die Main, die ganze volle Zeit sozusagen, lineare Zeit, sagen wir mal, die Wasserwelt, die auch, wie ich schon mal gesagt, paradoxerweise diese Wüstenwanderungswelt gleichzeitig ist, die Welt des langen Weges. Diese 38 Jahre also sind geprägt von dem, was sich in den ersten 2 Jahren ereignet hat. Und die 38 hat eben was mit diesem Chol, der Vielheit, die sich sozusagen in der Zweiheit des Anfangs gründet, zu tun. Und das ist also das Profane, das Alltägliche gegenüber dem Heiligen. Das Heilige ist grundsätzlich erst einmal etwas Abgesondertes, etwas aus der Welt für Gott Abgesondertes. Also wenn etwas geheiligt wird im biblischen Sprachgebrauch, dann heißt es in der Regel, es wird genommen von irgendwoher, aus der Welt, und es wird dann gelegentlich mit bestimmten Ritualen behandelt, sagen wir mal. Zum Beispiel eine anzutreffende Vorgehensweise ist, dass erst etwas mit Blut des Opfertieres besprengt wird und danach noch mit dem heiligen Salböl, sodass also da auch das Urbild von erst muss das Blut, sozusagen die Reinigung durch das Blut vom neutestamentlichen Sprachgebrauch her geschehen, und danach kann dann die Salbung mit dem Geist, also mit dem, das Öl steht ja dann auch gerade neutestamentlich immer sehr für den Heiligen Geist, mit dem eben der Messias gesalbt ist und mit dem auch alle seine Nachfolger in der Taufe des Geistes, also die Feuertaufe, die eigentlich erst vervollständigt das wahre Getauftsein. Dieses Öl kommt also erst nachdem mit dem Blut zuvor gereinigt wurde. Und auf diese Art und Weise, sozusagen ganz praktisch beschrieben, wird dann auch etwas, zum Beispiel ein Gegenstand aus der Welt, aus dem Alltagsbereich der Welt, der Menschen herausgenommen, abgesondert, ausgesondert. Und dann eben auf diese Weise besonders behandelt und wird dadurch dann heilig und kann genutzt werden für, in dem Fall dann üblicherweise, die Einrichtung der Stiftshütte, also des Zeltheiligtums, des Heiligtums Gottes hier auf Erden unter uns Menschen, in dem er wohnt, die Wohnung Gottes, die Mishkan oder die Shechina, also die Einwohnung des Ewigen, die weibliche Seite Gottes, die erscheinende Seite Gottes, ihren Sitz findet. Dieses Kadosh Baruchu, heilig, gelobt. Diese Einheit von diesen zwei Begriffen ist also eine Einheit der zwei scheinbar entgegengesetzten Extreme. Denn so wie das Gesegnetsein sich gerade hier in der Welt als Verkörperung bis in alle Details, Verwirklichung hier in der Welt der Zweiheit im Handfesten zeigt, ist eben das Abgesondertsein gerade eigentlich dadurch gekennzeichnet, aus dieser Welt der Zweiheit eben abgesondert zu sein, als sozusagen die Einheit, die hoch über der Welt der Zweiheit steht. Aber das Umfassende Gottes, des Göttlichen, drückt sich eben dann gerade darin aus, dass dieses scheinbare Paradox dennoch eine Einheit bildet, sodass sozusagen mit umfassend sogar eigentlich nur die eine Seite eben gerade dieses Kadosch bezeichnet ist. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, könnte man sagen. Er umfasst sie, aber er ist eben auch in der Welt, als eben diese Einwohnung Gottes in der Welt. Und das ist dann eben das, wo die Welt dadurch gesegnet ist, weil sich hier eben das Ewige auch verwirklicht tatsächlich im zeitlich, räumlich, irdischen Verlauf und Erscheinen dieser Welt. Und das ist dann eben das, was als das Durchdringende, das alles Durchdringende bezeichnet werden könnte, sodass dann Gott nicht nur der Umfassende, sondern auch der alles Durchdringende ist. Aber eben auch nicht nur der alles Durchdringende, sondern auch immer noch der alles Umfassende. Also das andere Extrem wäre dann halt Gott nicht, also
Das eine Extrem, der nur umfassende Gott, wäre sowas wie der rein jenseitige, völlig abstrakte, sagen wir mal, deistische Gott, der also nur so eine Art Urgesetzanstoß des Ganzen ist, dann aber immer außerhalb der Welt bleibt, die Welt so eine Art Uhrwerkhaften, toten Gang der Entwicklung zeigt. Zwar meinetwegen perfekt, wunderbar, schön eingerichtet von diesem Uranstoßer Gott, aber es ist dann immer noch, ja, irgendwo eine unüberwindbare Spaltung zwischen Welt und Gott. In dem Sinne, wie es einfach nicht nach den Geschichten, nach dem Narrativ der Bibel der Fall ist. In der Bibel ist eben die Wolkensäule mit dabei bei dem ganzen Gang durch die Wüste, eben nur für Israel, für das geistig-seelische im Menschen wahrzunehmen. Die anderen sind sozusagen in der Wasserwelt, als das Körperliche, als die Fische, die Leibseele, die im Wasser schwimmt. Die sehnt sich vielleicht danach. Und in diesem Sinne, da ist dann der Geist, die Luft, eben erst jenseits der Wasseroberfläche. Und da schaut man dann eben auch hoch und sieht diese Wasseroberfläche von unten als der Fisch im Meer und denkt, dass diese Wasseroberfläche selbst, das ist dann schon der Himmel. Und erst wenn man dann durch sie hindurchgebrochen ist, sieht man, dass der Himmel eben nochmal was ganz anderes ist. Dass der Himmel auch nichts Zweidimensionales ist, nicht einfach nur die Grenze eines irdischen oder eines in dem Sinne wasserweltlichen, sondern eine ganz neue, ein Durchbrechen zu einer ganz neuen Erlebnismöglichkeit. Und wenn wir in diesem natürlichen Bild bleiben wollen, selbst den Schein der Sonne kann der Fisch vielleicht von unten durch seine Wasseroberfläche sehen und denken, ja, aber erst wenn er durchgebrochen ist, sieht er, dass diese ganze Welt da oben sich ihm erst offenbart, dass er an Land quasi kommt und dort sind noch andere Gewässer und andere Welten sozusagen, andere Zeitwelten. Und ja, dann ist immer noch, wenn er nach oben guckt, eine Art Himmel, eben dann der, was wir als den wirklichen Himmel, als Bewohner der trockenen Länderregion und da immer noch das Firmament mit den Sternen, mit der Sonne. Kadosh Baruchu, der Heilige, gelobt sei er, also der Heilige, er bleibt es, der Heilige, der völlig Abgesonderte von der Welt, aber ist trotzdem nicht nur dieser deistische Gott, Gottesbegriff, sondern auch das, was dann auf dem anderen Extrem auch wieder vereinseitigt, der, sagen wir mal, pantheistische Gott wäre, der also nur eins ist mit der ganzen Schöpfung, quasi, wo dann einfach gesagt wird, die Welt ist halt gleich Gott. Ja, sicherlich, Gott wohnt in dieser Welt wie auch in seinem Leib. Die Welt ist der Leib Gottes, aber das heißt nicht, dass er sozusagen auf diese Welt dann beschränkt werden könnte. Also hier das eine Extrem, Deismus, dort das andere Extrem, Pantheismus. Und das, was aber dieser Begriff der jüdischen Überlieferung und überhaupt der gesamten Bibelgeschichte eigentlich beschreibt, ist eben das sowohl als auch, das weder noch, sondern sowohl als auch beides. Sowohl oben als auch hier unten bei uns, beides in Einheit. Das ist ja auch dann dieses Vater und Sohn, die eine Einheit sind, nicht irgendwie zwei Götter, zwei Gottheiten, sondern die Zweiheit in der Einheit oder sagen wir die Einheit in der Zweiheit. Und dadurch ist dann eben dieses alles Durchdringende genauso wie das Allumfassende in dem Begriff Gottes enthalten. Vielleicht noch dazu gesagt, auch im Griechischen das Wort, was meist als der Allesbeherrscher, der Allmächtige übersetzt wird, wird von der Wurzel Pantokratein hergeleitet. Panto, Pan, das alles und dieses alles, Kratein, zwar auch als beherrschen durchaus übersetzbar, aber in der Urbedeutung ist eigentlich auch das Durchdringen darin, Eindringen und hindurchdringen sozusagen. Und so ist also der Allesbeherrschende oder der allmächtige Gott gleichzeitig der alles durchdringende Gott. Kadosh Baruchu, der allumfassende, alles durchdringende in einem. So wie eben dann auch in dem Bild, was glaube ich zum Beispiel im Buch Tanja vom alten Rebbe der Chabad Chassidut, wer jetzt damit nichts anfangen kann, der wird es leicht googeln können, in diesem Buch Tanja oft ein Bild von der Sonne und dem Verhältnis des Sonnenlichtes
zu der Quelle, als der Sonne selbst gegeben wird. Hier auf Erden, das Licht der Sonne spaltet sich auf in die ganze Vielfalt der verschiedenen Regenbogenfarben, also des Spektrums der Farben, der unterschiedlichen Farben, dann erst recht natürlich an den Formen bricht es sich hier auf Erden, an den Formen der Schöpfung und zeigt sich uns also in einem Nacheinander der Folgen, die sich verändern können, der Farben, die wechseln, die unterschiedlich sind, die Muster bilden und so weiter. Hier erscheint also dieses Sonnenlicht nur als die Vielheit. Wir können das reine Sonnenlicht hier auf Erden ja gar nicht wahrnehmen. Es ist einfach nur das Licht an sich, so wie sozusagen das Sein an sich wir nicht wahrnehmen können. Es ist nur das, woraus alles konkrete Seiende sozusagen sich speist, wenn man es in diesem natürlich willkürlichen Bild umschreiben will. Und so ist eben auch das Licht der Sonne nur in seinen Effekten hier für uns wahrnehmbar. Und da ist es eben die unüberblickbare Mannigfaltigkeit einer Vielheit, einer Zersplitterung, aber eben auch der Schönheit, der Farben und Formen, der Harmonie, manchmal auch der gebrochenen Harmonie, der Hässlichkeit. Alles gehört eben hier zusammen, das große Spiel der verschiedenen miteinander ringenden, ja, Formen und Farben. Aber die Quelle, da hat wohl keiner Zweifel dran, ist immer noch die Sonne, da wo alle diese Lichtstrahlen ihren Ursprung finden. Und so sehr sie dann sich in ihrem Brechen an den Gegenständen, die sie beleuchten, zu unterscheiden scheinen, man kann wohl keinen Zweifel daran haben, dass das Licht, auch wenn es als einzelner Lichtstrahl, sagen wir mal, aus dem Gesamtkontext isoliert wird oder zumindest so betrachtet wird, immer noch ein und dasselbe Licht ist, das auch im Leib, sagen wir mal, der Sonne, in diesem Urpotenzial des Sonnenlichtes, genau dasselbe Licht ist. Und so ist es eben auch mit dem Verhältnis von Kadosh und Baruch, von Heilig und Segen, von Heiligkeit und Segen, von der Abgesondertheit, der völligen Transzendenz Gottes und der nichtsdestotrotz immer gleichzeitig auch vorhandenen Immanenz Gottes, die ja sozusagen einfach nur die in unsere mannigfaltige Vielheit des Irdischen sich hineingießende Widerspiegelung des einen formlosen, ewigen, reinen Lichtes ist. Das Thema, was ist eine echte Tora-Rolle? Also ein echtes Sefer Torah, ein echtes Buch oder eine echte Buchrolle der Weisung Gottes. Das meine ich jetzt wiederum im Sinne der jüdischen Überlieferung. Also wann ist so eine Tora-Rolle wirklich koscher, also kascher, recht sozusagen, yashar, aufrecht steckt in diesem Wort drin, kascher. Also das hat wenig oder hat nicht zwangsläufig was mit Essen zu tun, wie es meistens Leute, die sich nicht so mit dem Judentum auskennen, verstehen. Beziehungsweise es gibt es ja auch im umgangssprachlichen Gebrauch, da ist es dann schon fast ein bisschen besser oft verstanden, da wird einfach gesagt, wenn irgendwas nicht koscher ist, da stimmt was nicht mit. Und so ungefähr ist es schon ganz im Sinne der jüdischen Überlieferung, wenn etwas koscher ist, dann ist es recht so, dann ist es so, wie es sein soll. Und in Bezug jetzt auf das tatsächliche Wort Gottes in der niedergeschriebenen Form, da sprechen wir jetzt erst einmal von den fünf Büchern Moses, also der wirklichen schriftlichen Tora im engsten Sinne des Wortes. Und dann sogar noch in einem so engen Sinne des Wortes, dass wir vom Sefer Torah, also von der Rolle einer Torah sprechen. Nicht so natürlich, dass jede kleine Versammlung, die sich trifft, ihre eigene Torah-Rolle haben konnte, weil so etwas eben schon angefangen vom Material, was dafür verwendet werden darf, also eine echte Torah-Rolle, soll eigentlich dem Prinzip nach auf Stierhaut geschrieben sein. Und mit einer bestimmten Art von Tinte, mit der wirklich schwarzen Tinte des Gallapfels, ist dann übersetzt wird und beschrieben sein. Und von jemandem, der dazu extra ausgebildet wurde, einem Sofer, einem Schreiber, der auch bestimmte, sagen wir mal, Rahmenbedingungen beachten wird, wenn er ein wirklicher Sofer ist.
Also da kenne ich mich auch viel zu wenig aus, um jetzt wirklich was dazu zu sagen, aber ich meine, dass auch ein gewisser Fastenprozess, also dass man fastet, dass die Ernährung und damit einhergehend ist, was ja auch schon angesprochen wurde, betrifft, angeht. Und vor allem dann eben die genaue Schreibweise der einzelnen Zeichen der hebräischen Schrift ist dann alles sehr, sehr minutiös geregelt. Insbesondere dann in den ausführlicheren Varianten von einem sogenannten Schulchan Aruch, einem gedeckten Tisch, wörtlich übersetzt, was sowas wie der jüdische Verhaltenskodex ist, der in seiner Urform mit diesem Namen benannt auf einen gewissen Josef Karo, so um, ich glaube, 1500 irgendwas, 16. Jahrhundert zurückgeht. Das wiederum aber damals schon von ihm eine Art Essenz, also eine Art Zusammenfassung eines noch viel umfangreicheren Werkes war. Und auch das ist eigentlich schon so eine Art Weiterentwicklung von Sachen, die es vorher schon gab. Sowas wie Arba Turin, die vier Reihen, womit die vier Reihen an Edelsteinen gemeint sind, die auf dem Brustschild, auf dem Ephod des Hohepriesters, dem biblischen Bericht nach, zu finden sind. Und auch das basiert in gewissem Sinne auf dem, was als Mishneh Torah, die Wiederholung der Torah vom Rambam, also vom Rabbi Maimonides oder Moshe ben Maimon aus dem 12., 13. Jahrhundert ungefähr bekannt ist, überliefert ist. Diese Mishneh Torah, der Begriff, bezieht sich auf eine Stelle ziemlich am Anfang, glaube ich, vom Buch Deuteronomium, was ja auch wörtlich übersetzt, sowas wie das zweite Gesetz, die zweite Torah bedeutet, vom lateinischen Wort Deuteronomium her. Und das leitet sich eben vom Hebräischen ab, was dort auch dann so steht. Die eine Wiederholung der Tora, was sich zum Beispiel dann auch der König, wenn denn einmal ein König über Israel gesetzt werden soll, was er sich selber in sein Buch aufschreiben soll, damit er es dann jeden Tag darin lesen kann, in dieser Weisung des Ewigen. Jedenfalls, da hat es ungefähr angefangen bei diesem Maimonides, dass ein wenig systematischer versucht wurde, die Überlieferungen zusammenzufassen, die aus der schriftlichen Tora die tatsächlichen alltagstauglichen Prinzipien, oder besser gesagt die ewigen Prinzipien der schriftlichen Tora, in den Alltag zu übersetzen. Natürlich muss sowas in gewissem Maße auch in jedem Zeitalter ein wenig neu gemacht werden. Das sind auch dann die sogenannten halachischen Fragen, also die Fragen nach der Halacha. Haloche im Jiddischen, des Wandels wortwörtlich, Halach, Holech ist das Schreiten, das Wandeln. Und diese Fragen sind dann gerade im Judentum selbst sehr vorsichtig nur anzugehen. Also da würde nie sich jemand anmaßen, der hier wie ich irgendwie ein womögliches YouTube-Video aufnimmt und einfach mal ohne selber irgendeine spezielle Ausbildung bei guten Lehrern gehabt zu haben, einfach mal seine Meinung zu kundtun, das ist völlig undenkbar in diesem jüdischen Brauchtum. Insofern will ich mich da auf keinen Fall irgendwie einreihen, das ist gar nicht möglich. Was ich hier tue, ist sozusagen eine von außen, von der christlichen Prägung her, sich dieser jüdischen und hebräischen Wurzel zu nähern. Und das sei mir dann auch gestattet vom Himmel. Da kann ich eben nur mich auf Schriften und Worte berufen, die ich mit meinen Fähigkeiten, insbesondere sprachlichen Fähigkeiten, überhaupt ja, aufnehmen konnte bisher, Gott sei Dank. Und deswegen sage ich jetzt einfach nur, dieser grobe Übergang von der ursprünglichen Beschäftigung mit der schriftlichen Tora, es hat schon angefangen mit den mündlichen Überlieferungen, die nicht aufgeschrieben wurden, also quasi seit jeher, dann ungefähr um die Zeitenwende, etwas danach wahrscheinlich, fing es an mit dem schriftlichen Aufschreiben der mündlichen Tora, das ist dann die Mishnah als allererstes, also die Wiederholung wortwörtlich ungefähr. Und das waren noch sehr bruchstückhafte, oder nicht bruchstückhafte, aber sehr stichpunktartige Wegmarken sozusagen. Schlagwörter, Begriffe, Sätze, die für sich genommen ziemlich rätselhaft auf jeden aufrichtigen Leser wirken müssen, die auch damals schon nicht dafür gedacht waren, dass man sie so für sich genommen verstehen kann, sondern die immer schon darauf angewiesen waren, von einem kundigen Lehrer, von einem Weisen dann noch
ausgelegt, weiter erklärt zu werden. So sollte eben auch verhütet werden, dass diese mündliche Lehre durch die schriftliche Fixierung allzu sehr erstarrt. Natürlich, es war schon ein Kompromiss, und als dieser Kompromiss schweren Herzens angegangen wurde, so sagt man dann, sprang die Erde um 400 Parsa, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall sprang die Erde ein ganzes Stück von ihrer Position zu einer anderen, weil sie so erschrocken war von diesem Entschluss der Menschheit, der Weisen der Menschheit, wohlgemerkt, jetzt eine schriftliche, sagen wir mal, Grundlage für die mündliche Überlieferung in Stein zu meißeln, ja geradezu, also festzuschreiben. Und so fing es also damals an. Dann hat sich der Talmud im weiteren Sinne darum quasi gelegt, es sind weitere Schichten um diese Mishnah herum, also die sogenannte Gemara, die Vervollständigung vom aramäischen Wort Gomer her. Und das sind dann schon die Diskussionen, die aufgeschrieben werden, die weise miteinander geführt haben über diese Mishnah, also über die kurzen, prägnanten Formulierungen von den Weisen, ihren eigenen Lehrern, die ihnen vorangegangen sind. Und auch mit der Gemara hört es eigentlich nicht auf, auch wenn dann, sagen wir mal, der Korpus des heutigen Talmud, der zwar auch schon in unterschiedlichen Varianten vorliegt, insbesondere in den zwei großen, dem Jerusalemer Talmud und dem viel umfangreicheren babylonischen Talmud, Talmud Bavli, aber es gibt noch ganz viele Sammlungen, Tosefta, Baraita heißen sie dann, so Zusätze und Ergänzungen, die dieselben Grundtexte mit kleinen Abweichungen wiedergeben. Und darüber hinaus gibt es vor allem noch unzählige Kommentare, die teilweise auch in den modernen Drucken des Talmud schon mit abgedruckt werden, insbesondere der Raschi-Kommentar aus dem, ich glaube, 11. Jahrhundert, dieser Raschi. Shlomo Yitzchak oder Shlomo Ben Yitzchak, die Abkürzung Raveni oder Rabbi Shlomo Yitzchaki, Reshin J geschrieben, Rashi ausgesprochen, der da im damaligen Frankreich, aber ich glaube durchaus als deutscher Muttersprachler auch, oder zumindest hat er auch in Deutschland gewirkt, aber bezieht sich oft dann in seinen Kommentaren auf altfranzösische Wörter, um damit zu erklären, was seiner Einschätzung nach mit einem bestimmten hebräischen oder aramäischen Wort gemeint sei. Jedenfalls dieser grundlegende Kommentar, der wirklich durchgängig ist, vom Anfang des Talmud bis zum Ende, der ist eigentlich in jeder modernen Druckversion auch mit enthalten, und auch noch Schüler von diesem Rashi, Tosafot, die Zusätze, sind dann stellenweise auch noch dabei, nicht komplett durchgehend, aber auch noch sehr viel und auch eigentlich immer mit abgedruckt. Aber auch darüber hinaus gibt es natürlich immer in jedem Zeitalter wieder neue Kommentare dazu, die Pasukim oder Poskim, was dann einfach nur die Verse eigentlich bedeutet, wortwörtlich so ungefähr. Weil dann einfach immer mehr zu jedem Vers wieder sich massenhaft Bücher wirklich angehäuft haben, dass ganze Bibliotheken jetzt gefüllt werden mit Kommentaren zum Talmud und Kommentaren zu den Kommentaren und immer so weiter. So ist also dieses Angebot an jüdischer mündlicher Überlieferung, die schon lange eben auch großenteils verschriftlicht ist, ins Unermessliche gewachsen. Kein einzelner Mensch kann wirklich alles gelesen haben in einem Menschenleben. Aber wie Weinrieb es dann mal schön formuliert hat, da gehört dann eben auch das Vertrauen dazu, so wie damals, als Israel aufgerufen war, jetzt durch das Schilfmeer, durch das Yamsuf, das Meer des Endes auch, das Meer der Grenze hindurch zu waten, wo es eben sich geteilt hat, beziehungsweise sich am Teilen war, sagt man dann auch. Denn da war durchaus noch Wasser, wo sie jetzt aufgerufen waren, hindurch zu gehen. Und da muss man dann das Vertrauen haben, dass sich die Wasser schon teilen werden, soweit, dass man eben durchkommt durchs Trockene, hindurch, durch diese Massen an Zeiterleben, an Wasser eben. Und so ähnlich ist es ja eben auch mit diesen Bibliothekswänden voller Literatur zur jüdischen Überlieferung. Da muss man dann auch Vertrauen haben, schon durch die Zufälle, die einem so geschickt werden, man die richtigen Bücher findet, für sich selbst die richtigen, nicht die einzig wahren richtigen im absoluten Sinne, sondern das, wo man gerade selber hingestellt ist im Leben und in seiner eigenen geistigen Suche und Entwicklung, dass man dann schon darauf stößt, was gerade für einen zugemessen ist.
Und so ist es dann eben der gewagte Schritt des Fürsten von dem Stamm Juda, Nachschon, der als erster ins Wasser geht. Und er geht immer weiter rein und das Wasser steht ihm schon bis zum Hals. Und da ist dann wirklich der entscheidende Schritt, wo er sich überwinden muss, jetzt weiterzugehen. Das Wasser wird über ihn kommen, rein gesetzlich gesehen, von dem Ursache-Wirkungsdenken, von allen seinen bisherigen Erfahrungen her, muss er ja davon ausgehen, dass wenn er jetzt weiter ins Wasser geht, kann er nicht mehr atmen und er wird ertrinken, ziemlich bald. Aber er hat ja gehört, Moshe hat ihm sozusagen das Gotteswort ausgerichtet, geht da durch, mein Volk. Ihr werdet auf die andere Seite kommen, ihr werdet lebendig durchkommen, aber eure Verfolger, die Mizraim, die Ägypter, die werden dann verschlungen von dieser Zeit, Gewalt, von diesen Wassermassen. Und so wagt Nachschon den Schritt und tatsächlich, es funktioniert. Und was dann erzählt wird, der gesamte Durchgang vom ganzen Volk dadurch, wo jeder einzelne Mensch hat sozusagen seine eigene kleine Nische, seinen kleinen, auch durchaus verzweigten, verwinkelten oder sagen wir verwinkelten, kurvenreichen Weg durch diese Wassermassen. Die stehen da, also völlig, sagen wir mal, surreal, wie Kristallwände links und rechts neben ihm, hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Bild zu tun, wie wir Wasser hier in der Natur wahrnehmen, weil eben in diesem Erleben die Zeitlichkeit auch zu etwas völlig, ja, surrealen wird, etwas völlig anderes, als was wir es in unserem normalen, profanen Leben bisher kennengelernt haben, wenn wir uns auf diese Weise mit dem Ewigen nicht einfach nur beschäftigen, sondern ihm wirklich vertrauen, seiner liebevollen, väterlichen Weisung zu gehorchen streben, soweit es uns gegeben ist. Wir sind alle Menschen und wir haben gelegentlich Phasen der Mutlosigkeit und des Versagens, wir fallen quasi die ganze Zeit, immer wieder stolpern wir und straucheln wir. Aber da, wo wir es eben schaffen, diesem inneren Ruf zu folgen, diesem Ruf in der Wüste, in der Einsamkeit auch, in der Einsamkeit unserer eigenen Seele, der Wüsten, Ödnis unserer Seele, wo diese Stimme des Gewissens so ganz alleine und zart vielleicht manchmal, aber durchaus doch rau daherkommt, rau klingend, mit rauer, roher Stimme, rufend wirklich, wie eben Johannes der Täufer dann im Neuen Testament seinen durchaus rabiaten Ruf an das Volk erklingen lässt. Und wenn wir dieser Stimme dann zu folgen schaffen und eben auch den Weg durch dieses Meer des Endes, der Grenze, Yamsuf, dieses Schilfmeer, hindurch antreten, kann auch uns gegeben werden, was da erzählt wird, dass jeder einzelne Mensch von diesem Volk Israel seinen eigenen, seinen ganz individuellen Weg dadurch hat, wie ihn das Ewige leitet, durch diesen Strom der Zeitlichkeit in Richtung wieder des Trockenen auf der anderen Seite. Und da sagt man dann, sogar die einfachste Magd hat auf ihrem individuellen Weg durch das Yamsuf Visionen des Ewigen und des Göttlichen, des Himmels, wie sie nicht einmal Jesaja und Hesekiel haben. Diese Nähe, diese Offenbarung, die ihnen dort, die uns allen dort, jedem Einzelnen zuteil werden, sind nicht einmal vergleichbar mit allem, was dann sozusagen noch kommt. Also dieses ursprüngliche Wagnis, diesen Schritt zu tun und diesen jeweils ganz alleine anzutretenden Weg auch wirklich zu gehen. Das wird niemals wieder erreicht werden und das werden wir immer in uns bewahren dürfen, als das Größte an Offenbarung, was uns je zuteil wird. So eben auch bei der Beschäftigung mit der Überlieferung in der ganz handfesten äußerlichen Form, wo diese mündliche Überlieferung dann schon verschriftlicht worden ist, sich in Büchereien, in Regalen voller Büchereien, in Büchereien voller Bücher, in Büchern voller Seiten, in Seiten voller Zeilen und in Zeilen voller Worten wiederfinden. Und da hat jeder von uns dann seinen eigenen Weg, über welche Schriften er persönlich gerade, er individuell gerade seinen Weg findet. Aber am Ende führt es einen dann doch irgendwo zu dem gemeinschaftlichen anderen Ufer, wo man ankommt, diesem Trockenen, wo dann
das große Gespräch anfängt, eben diese Midbar, Medaber, das Gespräch, die Wüste dieses siebten Tages, aber nun erlebt als das geistig-seelische in uns, als Israel. Und da können wir dann auch uns verständigen über diese Sachen. Innerhalb dieses großen, umfassenden Gespräches finden wir irgendwo wieder unsere gemeinsame Sprache, unsere Worte und können in den Bildern, insbesondere eben in den Bildern, die uns dann auch vermittelt durch die Überlieferung, aber natürlich angefangen bei der schriftlichen Tora, bei der Bibel überhaupt, uns gegeben werden. In diesen Bildern können wir dann uns durchaus unterhalten. Das mag dann für Leute, die sich damit nicht in dieser Form befasst haben, die es auch nicht erlebt haben, denn darauf kommt es ja an. Man kann es studiert haben und Theologie-Examen abgeschlossen haben und trotzdem es niemals erlebt haben. Aber man kann auch genauso gut nie überhaupt eine Schule besucht haben, diese ganzen Sachen nur erzählt bekommen haben und eben sie in seinem eigenen Lebensalltag wiederentdeckt haben und das alles verstehen. Und dann kann man eben so Gespräche manchmal mit anhören, ja, was ist es da mit dem, warum wollte Israel unbedingt einen König über sich und warum wird ihn abempfohlen davon, weil der Ewige doch der König sein soll und trotzdem nehmen sie dann den König wieder, den Ratschlag des Ewigen und na, ich verstehe das nicht und ja, dann vielleicht als Antwort, ja, sind wir nicht alle so ein bisschen so, auch jetzt werden wir hier in der Tora forschen, in der Bibel suchen nach Antworten, nach Anweisungen, wie wir unser Leben führen wollen. Da wollen wir doch auch immer konkrete, eindeutige Anweisungen, Gesetze dann haben für uns, wie wir es genau wissen, wie wir es tun sollen. Das ist doch unser Sehnen nach einem König, der uns genau sagt, wo es lang geht, was wir tun sollen. Und dann ist auch, dann hilft es nicht mal, wenn alle Warnungen uns darauf hinweisen, wir sollen uns keinen König in diesem Sinne suchen. Wir haben schon einen König, das Ewige. Und das ist ja eben auch bei uns so. Wir haben schon dieses Ewige, das leitet uns sowieso. Vielleicht auch im Sinne von, jeder Mensch hat schon in sich dieses Wissen, dieses ganze Wissen, was auch in der schriftlichen Bibel, in der Sprache eben dieser Bibel uns gegeben wird. Und eigentlich haben wir einen viel direkteren Bezug über unser Inneres dazu. So wie Paulus dann auch von den Heiden, denen das Gesetz nicht gegeben ist, schreibt. Die haben es eben in Form ihres sich gegenseitig anklagenden oder freisprechenden Gewissens in sich schon dieses Gesetz und leben danach und sie sind auch Gott wohlgefällig, vielleicht wohlgefälliger als der, der das äußerliche Gesetz hat, versucht danach zu leben, aber eben in diesem anderen Sinne, der dann halt sich den König unter seinen Mitmenschen sucht und der König, wie es dann auch gewarnt wird, wenn ihr euch einen König unter den Menschen über euch setzt, der wird eure Kinder zum Kriegsdienst einziehen, der wird euren Tribut von eurer Ernte fordern, der wird das Beste immer euch nehmen und für sich selbst verwenden. Das ist der Preis, wenn wir sozusagen die Selbstverantwortung an andere Menschen abgeben wollen. Und ja, auch in Bezug auf die Anweisungen des Ewigen. Wenn wir also unbedingt irgendwelche eindeutigen Gesetze aus der Bibel herauslesen wollen und erklärt bekommen wollen von Leuten, die sich damit schon so viel beschäftigt haben und genau wissen und sich mit allen historischen Tatsachen noch auskennen und das mit einfließen lassen in ihre Interpretation und genau wissen und Hebräisch gelernt haben und was weiß ich noch alles. Und dann wollen wir von denen wissen, was jetzt genau dieser Bibelvers bedeutet. Und dann wollen wir danach leben. Das ist dieses Streben oder besser gesagt dieses Sehnen nach einem König, den wir über uns setzen wollen, anstatt einfach darauf zu vertrauen, dass wir schon diesen König haben, nämlich den Ewigen selbst, der in uns diese ganzen Gesetze schon in unser Herz geschrieben hat, an sich als Potenzial, aber wir doch wieder lieber die Steintafeln vorziehen und nach dem toten Buchstaben leben wollen. Es wird immer wieder passieren, wir werden uns immer wieder selbst dabei ertappen. Und wir können deswegen auch so beruhigt sein, dass es auch so schlimm wiederum nicht ist, weil es ja schon in dieser ganzen Bibelgeschichte genau so uns prophezeit ist. Da steht dann auch sowas wie, und ja, wenn ihr dann dort seid, ihr werdet, also in dem gelobten Land schon angekommen seid, ihr werdet ja doch wieder die Götter der Völker, die vor euch vertrieben wurden, aufsuchen, werdet fragen, wie habt ihr euren Göttern damals gedient, ihr werdet es nachmachen, ihr werdet fallen, ihr werdet den ewigen, euren Gott vergessen, ihr werdet komplett zugrunde gehen an eurem Götzendienst, ihr werdet aus dem Land wieder vertrieben werden, was ihr schon hattet, ihr werdet unter die Völker zerstreut werden, euch selbst verlieren sozusagen,
einerseits euch als Gemeinschaft verlieren, zerstreut ins Exil unter alle Völker. Ihr werdet euch selbst auch verlieren. Ihr werdet nicht mehr wissen, wer ihr seid. Ihr werdet Gräuelfleisch essen, weil ihr nicht mehr wisst, was gut für euch ist. Ihr werdet zu euch nehmen, was euch kaputt macht, vergiftet. Aber dann, selbst dann noch, irgendwann durch dieses Ganze, was euch auferlegt ist, wie eine Strafe eben für euren Abfall, der von Anfang an klar war, dass er passieren wird, und in diesem Elend, in dem ihr euch dann wiederfindet, werdet ihr euch aber zurückerinnern an den ewigen, euren Gott und an seine Weisung und an seine Versprechen und an seinen Bund. Und er hat seinen Bund nie vergessen, und ihr werdet umdrehen und ihr werdet umkehren innerlich als allererstes und dann vielleicht auch hier und da im Äußerlichen die Konsequenzen daraus ziehen. Und dann werdet ihr zurückfinden auf seine Pfade. Vielleicht am Anfang auch wieder tastend, fast wie ein Blinder oder wie jemand im Dunkeln, der nicht richtig sieht. Aber dann fühlt ihr wieder den Ewigen als euren König, das in eurem Innern schon längst vorhandene Gesetz. Und lasst euch nicht mehr irreführen von den ganzen Menschenmeinungen rundherum. Und findet wieder zurück auf den Pfad, auf die Weisung des Ewigen, auf den Pfad, den euch diese Weisung des Ewigen eigentlich leitet und anempfiehlt. Und dann wird der Ewige euch auch entgegenkommen. Er wird euch die Hand wieder ausstrecken, oder besser gesagt, ihr werdet die Hand wieder sehen, die ihr euch die ganze Zeit hinstreckt, und ihr werdet sie ergreifen. Und dann wird er euch mit dem starken Arm zurückführen, wieder befreien und wieder, immer wieder aus eurem selbstgewählten Exil herausführen und wieder in die Freiheit, wieder ins gelobte Land führen. Und jedes Mal ist es nur ein neues Spiralrund, und es wird immer leichter, und man wird immer wieder diese dunklen Zeiten und dunklen Strecken durchmachen müssen, solange man hier auf Erden im Fleisch diesen Kampf kämpft. Aber das heißt nicht, dass man aufgeben darf, aufgeben soll, überhaupt aufgeben kann. Das wirklich geistig-seelische in einem, das wird niemals aufgeben, das wird höchstens mal verschüttet sein fürs eigene egoistische Erleben, aber da ist es immer. Und so ist dann auch das Versprechen von Anfang an da. Genauso wie unser Abfall uns prophezeit wird, unser ständiges in die Irre gehen, genauso ist uns prophezeit, dass wir uns zurückerinnern werden und zurückfinden werden. Nicht aus uns selbst heraus, aus uns selbst kommt nur der Entschluss, der Wille zur Umkehr, aber aus uns selbst heraus schaffen können wir das sowieso nicht. Wir können nur darauf vertrauen, dass es für uns getan wird. Und das wird es dann auch. Und ja, wieder viele Worte gemacht, die vielleicht auch eigentlich alle unnötig sind, aber für mich selbst war es vielleicht mal wieder nötig. Und in diesem Sinne, dafür sind doch Monologe auch da. Das sind ja nie wirklich Monologe. Ich spreche ja nicht tatsächlich mit mir als etwas Nichtiges, sondern es ist das Selbstgespräch, das ja eben zwischen Ego und wahrem Selbst stattfindet, wo dieses wahre Selbst entweder mal das Ego reden lässt, sich auskotzen lässt sozusagen, ihm dadurch einfach nur das Ohr, diese Ozen, diese 58, die Chen, die Gnade und auch die Ruhe, die Noach, dann die Wurzel für den Trost sein wird, Leid, dieses Ohr Leid, oder umgekehrt, das Ego schafft es endlich mal zu lauschen auf dieses Selbst, was sich da ausspricht, dieses Selbst, wo alle Menschen noch die eine Menschheit sind, diese Abschattung Gottes, Bezalem Elohim, in der Abschattung Gottes und wie der Schatten eben nur das tun kann. Aber weil jetzt der Akku von meinem schönen Smartphone den Geist aufgegeben hat, muss ich mal an andere Positionen mich begeben, wo die Verbindung zum Saft, zum Strom wieder gegeben ist, und hoffen, dass mein Kater-Zebi hier nicht alles runterreißt mit dem Kabel. Ach, Zebi. Komm mal her. Genau. So. Das, worauf eigentlich dieser letzte Teil des Monologs hinauslaufen sollte, wurde wieder grandios verfehlt. Und auf Abwege, auf Abschweifungen ist man geraten. Aber das ist schon in Ordnung. Es hat ja trotzdem fruchtbaren Gehalt gezeitigt. Es ging eigentlich ja um die Tora-Rolle, um die Überlieferung, über den Shulchan Aruch, der in diese Verhaltenskodex
diesen Verhaltenskodex bildet, nachdem sich der mündlichen Überlieferung nach gerichtet wird. Also wie dann das Ewige in den Alltag überführt werden kann. Das überhaupt ja als der Sinn der ganzen mündlichen Überlieferung zu begreifen. Genau, es ging davon aus, dass eben diese Überlieferung so unvorstellbar breit geworden ist, auch schon indem was verschriftlicht wurde. Und natürlich gibt es immer noch Mündliches, was niemals aufgeschrieben wurde. Frage nach dem Begriff des Koscheren und des Rechten. Und zwar ganz im besonderen Sinne jetzt in Bezug auf die Tora-Rolle, wie sie also genau gestaltet sei. Und der Kern der Idee, die ich hier nochmal zum Ausdruck bringen wollte, ist eben die, dass eine Tora-Rolle mit Punktierung, also mit der Vokalisierung, mit den als Zeichen hineingeschriebenen Vokalen ungültig geworden ist. Sie ist dann keine wirkliche Tora-Rolle mehr. Sie ist dann Pasul geworden. Pasul, Pesamech, Lamed geschrieben, von der Wurzel her. Natürlich gelegentlich dann mit einem Waff noch, als Mater Lektion ist wieder. Aber im Kern muss man das nicht schreiben. Man kann es einfach als Pesamech, Lamed schreiben. Und dann wird es genauso geschrieben wie das Wort Pesel. Pesel. Und Pesel ist das geschnitzte Bild. Also ein in erstarrte, feste Form gebrachtes, materielles Abbild von etwas wahrscheinlich in der Regel Lebendigen. Also üblicherweise dann ein Götzenbild. Ein Götzenbild, was ja dann in häufigen Fällen Tiergestalten, Menschengestalten, auch Mischwesen oder was auch immer für geartete Naturbegebenheiten irgendwie darstellen sollte. Und Sein ist halt auch Symbole. Alles, was in eine feste, nicht veränderliche Form gebracht wird, ist etwas Totes, wie es ja dann auch oft bei den Propheten geradezu in parodistischer Weise angeführt wird. Ihr Götzendiener, macht euch eure eigenen Götter, die weder laufen noch hören noch sprechen können, die tot sind essentiell. Schlägt man sich ein Holz im Wald, malt es schön an, schnitzt ein bisschen oder umgekehrt, schnitzt ein bisschen dran rum, bringt es in Form, malt es noch schick an, wenn man genug Geld hat, fasst man es in Gold, wenn man nicht so viel Geld hat, nimmt man einfach nur schöne bunte Farben. Ja, und dann sagt man, du bist jetzt mein Gott und wundert sich, wenn keine Hilfe daraus entspringt, zumindest keine wahre Hilfe. So ist eben auch eine Tora-Rolle, die mit Vokalisierung versehen wurde, ein Götze geworden, nichts anderes. Es ist dann nicht mehr die heilige Tora, es ist dann nicht mehr die Weisung des Ewigen, denn die kann nicht festgelegt werden in diesem Sinne. Die hat ihr Grundgerüst, die Zeichen, die Konsonantenzeichen, die aber noch unendlich vielfältig deutbar und übersetzbar sind, eben je nachdem, wie der Geist, der Riach, der Wind weht, der eben dann auch als die Vokale auftritt und diesem Schriftgerüst der Konsonanten überhaupt erst das Leben einhaucht, auch mit der Melodie natürlich, der Neshama, der Sprache, überhaupt erst etwas Lebendiges daraus wird. Und die heilige schriftliche Tora ist eben das noch nicht. Sie ist das Grundgerüst als solches, ewig, unwandelbar, immer gleich, aber alles Potenzial in sich bergend. Nicht eindeutig in irgendeiner Form übersetzbar. Jede Übersetzung ist schon Teil der mündlichen Überlieferung, als solche dann auch nicht verkehrt. Im Gegenteil, dadurch wird sie ja gerade hier in dieser Welt der Zeitlichkeit quasi belebt und bekommt hier ihren Platz. Und das soll sie ja auch bekommen. Aber wenn man anfängt zu behaupten, dass diese oder jene Übersetzung tatsächlich die heilige schriftliche Tora ist, dann hat man einen Götzen gebastelt. Und wenn man den auch noch versucht, anderen Leuten aufzuzwingen, dann ist man wirklich ein falscher Prophet, ein Verführer. Und dann ist man des Todes. Dann ist man einfach schon innerlich, geistig tot. Denn man hat sich einen Götzen erwählt. Und man verkündigt ihn sogar noch seinen Mitmenschen. Man ist sozusagen dann ein falscher Prophet, von dem
an mancher Stelle schon in der Tora gewarnt wird, auch im Neuen Testament natürlich, wird vor den falschen Verkündern gewarnt. So also der Kern des Götzendienstes in der vermeintlichen Eindeutigkeit von formulierter Wahrheit, so könnte man es vielleicht sagen, und üblicherweise dem daraus sich oder anderen versprochenen Nutzen. Also nicht mehr einfach nur im kindlich naiven Streben nach dem Wunder, Sehnen nach dem Wunder und Streben nach dem Rechten, sich dieser Heiligkeit zu nähern, sei es eben der Heiligen Schrift, sei es aber auch natürlich einfach dem Umgang mit den Mitmenschen, wie man da herangehen soll, der Frage nach dem, was sie jetzt tun. Sobald man also diese kindliche Naivität und die Offenheit eingetauscht hat gegen dieses vermeintliche sich sicher sein können, Wissen hat man mal wieder, anstatt nach dem Baum des Lebens, nach dem Eitz Hachaim, nach dem Baum des Wissens um Gut und Böse gegriffen. Das hat immer wieder dasselbe zur Folge. Das Sterben, das Todsein, das Essentielle. Davor schütze Gott uns alle. Shalom Aleichem. Halleluja.